Intel 3 sehen wir uns die Erzeugung von Zeichnungsmatten an. Dazu nutze ich wieder den Plan, decke über Erdgeschoss, gehe hier in den Bereich der oberen Bewehrung. Ich muss die Decke auswählen und dort, hier oben, gibt es den Befehl der Flächenbewehrung. Den muss ich zunächst mal auswählen und kann nun die gewünschten Abmessungen der Zeichnungsmatte festlegen. Zum Beispiel soll die Zeichnungsmatte bei mir 1,85 Meter breit und 3 Meter lang sein. Hier ändere ich die Hauptrichtung wieder ab. Und auf der linken Seite, in meinem Fall bei den Eigenschaftenfenster, können wir nun grundsätzlich die Bewehrung festlegen, also zunächst mal die Hauptbewehrung oben. Das sollen bei mir Durchmesser 12 sein und ich hätte gerne grundsätzlich einen Abstand von 15 cm. Dann möchte ich gleichzeitig die Querbewehrung oben darstellen oder erzeugen. Deswegen setze ich hier ein Häkchen und die Querbewehrung, das soll bei mir Durchmesser 8 mit einem Abstand von 20 cm sein. Und das kann ich jetzt sofort hier mit dem grünen Häkchen bestätigen. Bekommen wir jetzt eine Darstellung. Hier mit diesem Stempel, den lösche ich. Und ich schalte kurz hier um auf dieses Drahtmodell, auf die Drahtmodellansicht, weil ich will ja jetzt tatsächlich jeden einzelnen Stab hier sehen. Im nächsten Schritt will ich jetzt die Stäbe nach meinen Wünschen einzeln anpassen und wir sehen, das geht noch nicht, weil die hängen alle noch zusammen. Dafür markiere ich beide Richtungen und gehe auf Sophistic Bewehrung und nutze hier den Befehl Auflösen. Jetzt habe ich einmal aufgelöst die Hauptrichtung, ich markiere wieder beides und drücke noch einmal den Befehl Auflösen. Und jetzt sind alle Stäbe einzeln ansprechbar. Wir sehen, die hängen jetzt nicht mehr zusammen, sondern jeder Stab ist einzeln auswählbar und wir sehen die entsprechenden Durchmesser, wie wir sie ja vorher beschrieben haben. Ja, und jetzt kann ich eben loslegen und meine Zeichnungsmatte erstellen. Zum Beispiel sage ich hier in der Mitte, hoppla, hier diese vier Stäbe sollen nicht Durchmesser 12 sein, sondern Durchmesser 16. Sieht man auch in der Darstellung. Dann möchte ich beispielsweise hier außen diesen Stab, das ist ja ein Durchmesser 12, den möchte ich am Rand zweimal haben. Also sage ich kopieren. Und zwar möchte ich den kopieren in die Richtung mit einem Abstand von 5 cm. Habe ich hier zwei 12er nebeneinander liegen. Das mache ich auf der anderen Seite genauso. Dieser Stab soll ebenfalls kopiert werden von hier in die Richtung 5 cm. Ja, das ist natürlich jetzt einfach Fantasie und Beispiel, was ich mir hier ausdenke. Was machen wir noch? Wir können natürlich auch die Quereisen verändern. Ja, sagen wir mal hier diese drei Eisen sollen beispielsweise statt Durchmesser 8 auch Durchmesser 16 sein. Ja, und dann weiß ich nicht, von mir aus soll hier unten irgendwo eine Aussparung immer schon in der Matte berücksichtigt werden. Also beispielsweise so. Und dann ziehe ich mir das hier zurecht dahin und den Stab kopiere ich mir einmal von hier darüber oder ziehe ihn noch ein Stück weiter bis da und kürze ihn hier, sodass ich diese Öffnung bekomme. Also Sie sehen schon,
Sie passen sich die Zeichnungsmatte so an, wie das für Sie erforderlich ist. Jetzt haben wir also eine Konfigurationen von Stäben erstellt und wollen nun sagen, ihr seid eine Zeichnungsmatte. Hierzu markiere ich jetzt alle Stäbe und finde bei der Sophistic den Befehl Zeichnungsmatte, kann nun eine Bezeichnung eingeben, zum Beispiel Z111 soll meine Matte heißen. Es kommt eine Warnung, ein Hinweis, das ist aber vollkommen in Ordnung, das bestätigen wir. Und jetzt steht diese von uns erzeugte Zeichnungsmatte als Einzelmatte zur Verfügung. Ich stelle mal hier wieder zurück auf verdeckte Linie. Und ja, versuche es einfach, ich probiere es einfach mal aus. Ich wähle also die Decke und wähle hier den Befehl Einzelmattenplatzierung. Und dann sehe ich schon an der Stelle, wo bisher nur die normierten Matten zur Verfügung standen, taucht hier jetzt unser gerade erzeugte Z111 auf. Ich habe sie hier am Cursor und kann sie ablegen. Ja, und dann kann ich natürlich auch wieder hingehen und das Übliche machen. Ich habe es jetzt hier oben bei Decke EG in der oberen Lage erzeugt. Wir sehen hier diesen Sophistic Layer, der ist noch leer. Ich kann also wieder hier den Befehl Lagen nutzen. Damit wird dann da das T für Top reingeschrieben. Und ich kann natürlich auch wieder hingehen und einfach fehlende auswählen und so diese Zeichnungsmatte beschriften. Ja, das ist die Vorgehensweise, wie man Zeichnungsmatten erzeugt. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar und dann schauen wir uns im nächsten Video an, wie Bügelmatten erzeugt werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.